Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin die Franka und ich nehme euch heute wieder beim Aufräumen und Putzen in unserem Haus mit. Viel Spaß beim Video! Wir fangen heute in der Küche an, klar Schiff zu machen. Ich räume da erstmal die Sachen von unserem Sohn weg, also seine Fläschchen und diese Pulverdöschen, die spüle ich immer. Und dann bleiben die auf dieser schwarzen Ablage stehen, bis sie trocken sind. Und wenn sie dann trocken sind, dann räume ich sie in den Schrank. Das kommt bei uns eigentlich immer so ganz gut hin, dass wir ja quasi genug Sachen für 2 Tage haben, sage ich jetzt einfach mal. Also die Fläschchen benutzen wir direkt wieder, aber die Sachen, die halt wirklich trocken sein müssen fürs Pulver, da haben wir so viel, dass wir ja 2 Tage lang auskommen. Das heißt, ich spüle die Sachen vom einen Tag, benutze die anderen Sachen und am nächsten Tag sind die Sachen vom Tag vorher wieder trocken. Dann geht es auch schon weiter mit Spülmaschine ausräumen und da ich weiß, dass ich diesmal viele Plastikteile drin habe, habe ich mir dann noch ein Handtuch neben dieses Abtropfding gelegt, damit ich da ja alle Sachen unterkriege, die in der Spülmaschine sind. Und ja, ich habe da eine Pfanne in der Spülmaschine, das liegt daran, dass die Pfanne sowieso schon kaputt ist und sie vermutlich in der Spülmaschine weiter kaputt gehen wird. Sie wird aber auch, wenn ich mit der Hand spüle, weiter kaputt gehen. Von daher ist mir das im Moment relativ egal bei dieser Pfanne. Und ab und an, wenn ich keine Lust habe, sie zu spülen, werfe ich sie dann einfach in die Spülmaschine. Nachdem die Spülmaschine ausgeräumt ist, räume ich auch alle Sachen, die wir mittlerweile oben gesammelt haben, in die Spülmaschine rein. Und dann begebe ich mich da rechts an die Küchenzeile und räume alles auf, was da steht. Ich habe da erstmal diesen Topf abgetrocknet, da war nur Wasser drin. Da habe ich auch nichts mit gekocht, deswegen habe ich den nur abgetrocknet und räume ihn dann in den Schrank. Und dann mache ich auch noch die Fläche neben dem Herd sauber. Da steht leider immer mein Laptop, das nervt mich ganz schön, weil der natürlich dann zum Kochen immer weggenommen werden muss oder abgedeckt werden muss. Und ja, das ist ganz schön anstrengend, dass der da steht, aber ich habe keinen besseren Platz. Ich habe dann die Schublade sauber gemacht, beziehungsweise dieses eine Fach. Da liegen immer unsere Kabel drin, also Handyladekabel, unsere Klingel und das Babyfon. Und irgendwie fallen in dieses Schubfach, beziehungsweise in diese Kiste immer viele Krümel. Und die habe ich da jetzt einmal weggemacht. Da seht ihr auch unser Pizzagewürz und unser Vogelfutter in den alten Nutella-Gläsern. Und dann habe ich mich auch schon an den Herd gemacht. Der war mal wieder sehr dreckig, deswegen habe ich den gut eingesprüht, ein bisschen einwirken lassen und dann mit einem Lappen sauber gemacht. Ich finde diesen Herd immer ganz schön eher anstrengend sauber zu machen. Wir hatten vorher ein normales Ceranfeld und das war mit Touchbedienung, das war wesentlich einfacher sauber zu machen, weil man nicht um die Brenner rumwischen musste und nicht um die Knöpfe rumwischen musste und das Ganze halt einfach ordentlicher aussah, weil durch dieses Rumwischen hat man natürlich auch immer so eine Kreisbewegung auf der Oberfläche und das sieht ja manchmal ganz schön komisch aus, aber mit Gaskochen macht auch irgendwie mehr Spaß als auf dem normalen Ceranfeld, deswegen ist das für mich okay. Ich habe dann danach rechts noch die Arbeitsfläche sauber gemacht und auch die Steckdose und die Wand hinter der Arbeitsfläche. Ich hatte auch eben die Wand hinter dem Ofen schon sauber gemacht. Ich habe das Ganze dann nochmal trocken gewischt, unseren Biomüll wieder hingestellt und dann habe ich diese Kiste ausgesaugt. Die habe ich vom Dachboden mit runtergebracht. Ich wollte nämlich gerne die Schleichtiere von unserem Sohn zum Spielen hinstellen hier unten und da habe ich gedacht, wäre diese dunkle Kiste ganz schön und ich habe auch noch eine helle Kiste mitgebracht. Da möchte ich gleich seine Malsachen reinräumen, an die er nicht frei zugänglich ran darf, also wie Kreide und Fingermalfarbe. Und diese Kiste musste ich halt sauber machen, weil sie auf dem Dachboden stand und da sortiere ich dann jetzt seine Schleichtiere rein. Am Anfang habe ich gedacht, die könnten da alle schön drin stehen und ja, sehe so ein bisschen ordentlich aus, aber das hat dann doch nicht so gut gepasst. Dann habe ich die Fingermalfarbe ausgepackt und in der Verpackung noch so reingestellt, damit das so ein bisschen untereinander getrennt ist und ein bisschen sortiert ist. Dann habe ich die Kreide noch dazu gestellt, die hatte er zu Ostern bekommen. Das Ganze habe ich dann in unsere Speisekammer gestellt und die Schleichtiere, wie gesagt, kommen in sein Spielregal. Dieses Chaos mit diesen Magnetbausteinen am Kühlschrank hat mich so ein bisschen gestört, deswegen habe ich die jetzt alle abgemacht und er hat diesen kleinen Korb jetzt frei zugänglich und kann die selber ein- und abräumen. Vorher hing der sehr weit oben am Kühlschrank, damit er nicht drankommt, da habe ich ihm den immer nur runtergegeben und jetzt kann er halt frei zugänglich ran. Das heißt, er kann auch aufräumen und ich habe da nicht mehr so viel Chaos. Ich habe dann noch den Kühlschrank sauber gemacht, weil dadurch, dass der Kleine da dann natürlich mit den Fingern dran patscht, ist er immer sehr schnell dreckig. Er glänzt ja auch so ein bisschen, würde ich sagen. Und wenn man da halt mit den Fingern anfasst, sieht man das. Und dann habe ich schon die Haustür geputzt. Ich hatte euch ja erzählt, dass wir neue Scheiben bekommen haben. Hier in der Haustür haben wir auch eine neue Scheibe bekommen. Ihr seht das schon, es ist die rechte große Scheibe, die dort auch wieder ja so schöne Stieren
zieht beim Putzen. Das ist vermutlich wieder vom Silikonziehen, das Spülmittel auf der Scheibe. Irgendwann wird es sich weggeputzt haben. Ich wische da wieder mit meinen Gemaco-Lappen, einmal einfach nur mit heißem Wasser und dann mache ich es auch wieder trocken. Ich finde diese Lappen wirklich gut, weil das Fensterputzen einfach geht. Es geht schnell, es ist sauber und man braucht kein zusätzliches Fensterputzmittel. Ich habe dann die Haustür auch noch von außen sauber gemacht, auch hier diese Rahmen, die da drauf sind. Da lagert sich gerne und schnell Staub und Schmutz ab. Unten ist auch noch so eine Kassettenoptik, die habe ich da jetzt, wo ihr meinen Kopf seht, auch sauber gemacht. Aber die Kassettenoptik seht ihr unten leider nicht. Aber dafür seht ihr die Scheiben oben. Die Scheiben müssen dann natürlich auch noch trocken gemacht werden. Und dann ist unsere Haustür auch schon wieder schick. Neben der Haustür befindet sich ja noch ein Fenster und darunter ist eine Heizung und das Fenster putze ich natürlich auch. Da haben wir keine neue Scheibe bekommen, aber einfach der Vollständigkeit halber, damit der ganze Flur geputzt ist an Fenstern, habe ich das mitgemacht. Ich habe auch Staub gesaugt an der Heizung und das ist wirklich die nutzloseste Heizung, die wir haben, weil wir sie einfach nicht benutzen. Aber ja, der Heizkörper ist halt noch da. Wäre eine Überlegung wert, ob man den dann einfach ausbauen lässt, wenn wir neue Heizkörper kriegen oder... Ja, man müsste sich mal überlegen, was man da macht, aber im Grunde wurde unser Haus ohne Heizkörper gebaut. Die Heizkörper wurden alle nachträglich eingebaut. Fragt mich nicht, warum sie das gemacht haben, vermutlich weil es zu kühl war ohne Heizung. Vorher war es allerdings so angedacht, dass das Haus sich wohl selber warm hält. Ich kenne mich da nicht ganz so gut aus. Alles, was ich euch jetzt erzählen würde, wäre vermutlich nicht richtig, aber so war es damals angedacht. Und deswegen, ja, benutzen wir auch nicht jede Heizung, weil das Haus sich eigentlich ganz gut warm hält. Deswegen ist diese Heizung da für uns eigentlich wirklich nutzlos und wir müssen dann mal gucken, was wir in Zukunft machen. Ich habe dann da jetzt auch diese drei Scheiben geputzt und ich muss sagen, dadurch, dass unsere Fenster dreigeteilt sind, finde ich das Fensterputzen nochmal einfacher, weil wir halt keine große Scheibe haben und dadurch wird es, finde ich, ein bisschen streifenfreier, als wenn man wirklich versucht, so eine große Scheibe streifenfrei zu putzen. Von außen habe ich das Fenster dann natürlich auch geputzt und weil wir da vorne dieses Überdach haben, habe ich dann nochmal die Spinnenfäden weggesaugt, weil die da natürlich eine beliebte Stelle haben, weil es relativ windgeschützt ist und sie da gut ihr Netz bauen können. Ihr seht, es ist draußen auch super windig und ja, recht sonnig, die Sonne geht immer wieder weg. Aber an sich ein ganz schöner Tag in diesem doch etwas regnerischen Sommer, aber eigentlich finde ich es so ganz schön. Nachdem ich mit dem Fenster fertig war, habe ich die Pflanzen wieder vor das Fenster gestellt und habe mir einen sehr weichen Handfeger geholt und habe damit einmal die Treppe gefegt. Das mache ich einfach deshalb, weil ich den Staubsauger da nicht hochtragen möchte und mir das einfach viel zu umständlich ist. Deswegen nehme ich mir einfach schnell den Handfeger und sauge sowohl die Stufen als auch die Wangen damit ab. Natürlich sauge ich nicht, ich fege. Das geht ganz gut und dadurch fällt dann natürlich alles runter und kann dann vom Boden bzw. von dem, was unter der Treppe steht, weggesaugt werden. Im nächsten Schritt nehme ich mir dann den Sauger, sauge einmal den Fahrradanhänger aus, schiebe den dann zur Seite und sauge unter der Treppe. Da steht ja unser Dekoservierwagen, da fällt natürlich dann immer sehr viel Staub und Haare und so drauf. Das heißt, den muss man einmal öfter absaugen. Und dann habe ich da die ganze Deko auch noch abgesaugt, sprich das Schaf und da, wo die Blumentöpfe draufstehen und die Stelle unter der Treppe, wo der Staubsaugerroboter nicht so gut hinkommt. Wir haben ja nicht nur den Fahrradanhänger im Flur stehen, sondern auch unseren Kinderwagen. Und das liegt einfach daran, dass ich es schöner finde, wenn die Sachen im Haus stehen, weil ich dann weiß, dass weniger Spinnen drin sind, als wenn sie hinten in der Gartenhütte stehen würden. Und auch den Kinderwagen sauge ich einmal aus. Es ist echt unglaublich, wie viel Sand kleine Kinder anschleppen können und wie der Sand sich dann auch so im Kinderwagen sammelt. Deswegen wird der von mir auch einmal regelmäßig abgesaugt. Und nachdem der Kinderwagen da fertig ist, gehe ich einmal an der Wand entlang und sauge die Spinnweben weg. Und dann lege ich mich noch auf den Boden und sauge unter der Kommode. Aber ich sauge tatsächlich nicht den Boden, denn da fährt der Staubsaugerroboter hin. Ich sauge die Wand an der, oder hinter der Kommode, weil da auch überall Spinnweben dran sind. Das sauge ich dann da, wie gesagt, einmal händisch weg. Den Boden macht der Staubsaugerroboter darunter immer ganz gut. Damit bin ich ganz zufrieden. Und jetzt sind auch mal wieder die ganzen Spinnenweben weg. Ihr seht, ich habe mir da eine Duftkerze angezündet, damit es auch gut riecht im Haus. Ich mag das ganz gerne, vor allen Dingen, wenn der Kleine dann bei Oma und Opa ist, dann nutze ich das so richtig aus und mache mir eine Duftkerze an, weil die ja nicht so gut für die Atemwege sind. Deswegen vermeide ich das meistens, wenn er da ist, das zu machen und mache das dann nur, wenn ich alleine bin. Dann sauge ich da auch unsere selbstgemachte Bank ab. Die Schrauben sind leider aus dem Fuß rausgefallen. Das ja, ist so eine kleine Sollbruchstelle. Die Löcher in diesen Füßen, die sind sehr groß, aber unsere Schrauben müssen sehr kurz sein, damit die nicht oben durchs Brett durchkommen.
Deswegen haben wir da noch nicht die richtigen Schrauben für gefunden. Deswegen fallen uns regelmäßig die Füße ab. Wir müssen da, glaube ich, einfach mal welche kaufen und die dann reinschrauben, die da auch wirklich zupassen. Aber so lange bleibt der vierte Fuß da jetzt einfach eben ab. Und ich saug die ganze Deko, die da drauf steht, auch einmal sauber. Diese Laterne haben wir damals von unseren alten Nachbarn bekommen. Das ist auch schon 9 Jahre her. Und über der Bank hängt unser Hochzeitsfoto. Da waren wir am Ententeich auf einer Brücke. Hinter der war es sehr schön grün. Und ja, das war so unser schönstes Foto, finde ich. Und unser grünstes Hochzeitsfoto. Deswegen hängt das im Flur, weil wir ja die Natur sehr gerne mögen. Ich habe dann auch die Tür zur Küche und die Tür zum Esszimmer abgesaugt. Die Tür zum Esszimmer hat ja einen Glaseinsatz. Den habe ich da auch nochmal abgesaugt. Diesmal habe ich ihn nicht sauber gewischt. Das hätte ich auch machen können, wo ich die Fenstertücher da eh schon hatte. Aber da habe ich in dem Moment wohl nicht dran gedacht. Dann seht ihr, ich hatte das Geschirr reingestellt bei Kleinanzeigen. Das ist auch mittlerweile verkauft. Das habe ich dann da vom Tisch wieder weggeräumt. Und dann habe ich auch den ganzen restlichen Tisch aufgeräumt. Ich hatte da hinten noch so ein paar Sachen von meinen Eltern mitgebracht, so ein paar Schulsachen von früher. Die habe ich nochmal durchsortiert und das, was ich behalten wollte, auf den Dachboden gebracht. Mein Mann hatte da auch noch einen kleinen Bücherstapel stehen. Er hat sich ein neues Bonsai-Buch gekauft. Niwaki heißt das, also über Gartenbonsais. Sehr interessant und er liest es im Moment und möchte unseren Garten weiterhin japanisch gestalten, also zumindest das hinter der Terrasse, hinter dem Haus. Und das habe ich dann alles aufgeräumt, sodass wir an die Bücher noch rankommen. Nur halt im Wohnzimmer. Es muss ja nicht immer alles auf dem Tisch liegen. Generell bin ich ein großer Freund davon, wenn der Tisch einfach frei ist und man eher so ein bisschen visuelle Ordnung hat. Deswegen gebe ich mir da immer größte Mühe, den Tisch sauber und auch aufgeräumt zu halten. Und ich wische jetzt einmal den Tisch ab. Wir haben auf unserem Holztisch ja diese Plastikdecke liegen, einfach wegen unserem Sohn, weil der natürlich was verschüttet oder mit Ketchup-Händen auf den Tisch fasst. Und weil mir dieser Tisch sehr wichtig ist und ich gerne möchte, dass der sauber bleibt, liegt da jetzt einfach diese Plastikdecke drüber. Und ich muss sagen, sie macht das ganze Leben auch wirklich entspannter. Und ja, ich wische die jetzt ab und wische auch die Tischsets ab und ich wische da hinten dann auch noch seinen kleinen Tisch ab. Und weil ich es ganz schön finde, auch immer eine Flasche Wasser griffbereit zu haben, steht auch meistens eine Flasche Wasser bei uns auf dem Esstisch. Die stelle ich da gerade wieder hin. Es ist eine neue Flasche. Und dann räume ich unsere Kommode auf. Ich hatte da noch ein paar Kirschkernkissen. Da war ich mir noch nicht sicher, ob ich die aussortiere. Ich habe jetzt aber eine Entscheidung getroffen. Ich werde sie aussortieren. Das werdet ihr dann auch im Eingekauft und Aussortiert für den Monat Juli sehen. Auf jeden Fall habe ich die Kommode dann abgeräumt und einmal die Oberfläche abgesaugt. Und dann auch einmal die Oberfläche mit einem Lappen mit heißem Wasser abgewischt. Nach dem Feuchtabwischen habe ich die Kommode dann auch mit einem Küchenhandtuch wieder getrocknet und die Deko wieder hingestellt. Genau das gleiche habe ich dann auch bei der weißen Kommode gemacht, die ihr gerade im Hintergrund seht. Und jetzt sind die beiden wieder schön sauber von oben. Ich habe dann bei der weißen Kommode auch noch die Pflanzenlampe abgebaut. Die hatte mein Mann eigentlich eh fürs Gästezimmer gekauft. Und da soll er sie dann jetzt auch mal anbauen. Dann sieht es hier unten ein bisschen wohnlicher aus. Ich war die letzten Tage übrigens sehr mit den Geburtstagsvorbereitungen für unseren Sohn beschäftigt. Er hat jetzt nächsten Montag Geburtstag, wenn ihr dieses Video seht. Und wir kriegen ja viele Gäste. Irgendwie, wenn Kinder Geburtstag haben, kommt dann doch gerne die ganze Familie zusammen. Deswegen werde ich einiges backen. Er wird einen normalen trockenen Kuchen bekommen mit einer 2 drauf. Das habe ich als Kind auch immer bekommen, beziehungsweise bis ich bei meinen Eltern ausgezogen bin. Und das fand ich immer eine sehr schöne Tradition, die ich auch weiterführen möchte. Die 2 wird dann einfach aus Schokolinsen gelegt. Dann möchte ich einen Käsekuchen backen und den möchte ich gerne als Löwe verzieren. Und dann kriegt er noch Muffins, also beziehungsweise Cupcakes. Die verziehe ich dann auch. Dafür habe ich mir so Cake-Topper gekauft in ja Wildtieroptik, damit es halt einfach zum Löwen passt. Ich glaube, das wird ganz niedlich und ich hoffe, er wird sich freuen. Ich habe dann im Anschluss nochmal die Küche aufgeräumt. Ich habe die Sachen aus der Spülmaschine, die ich zum Trocknen auf das schwarze Ding gestellt hatte, in den Schrank geräumt. Und dann habe ich das Abtropfgestell nochmal sauber gemacht. Und habe dann auch nochmal die Spüle sauber gemacht, einfach mit Spülmittel und Wasser. Da bürste ich dann einfach alles ab und danach spüle ich das nochmal ab, damit das Spülmittel weg ist. Und dann wird das Ganze nochmal abgetrocknet. Manchmal mache ich das auch mit einem Essigreiniger, je nachdem wie viel Kalk sich da unter dem Wasserhahn gebildet hat. Aber die meiste Zeit nehme ich einfach nur Spülmittel, weil es bei uns einfach reicht und wir relativ weiches Wasser haben, was halt dann nicht zu so vielen Kalkflecken führt. Mein Tipp übrigens, wenn eure schwarze Spüle mal nicht mehr glänzt, reibt sie einfach mit Pflanzenfett ein, also einfach das, was ihr zum Kochen nehmt. Das funktioniert ganz hervorragend und die Spüle sieht damit aus wie neu. Also natürlich vorher einmal sauber machen und dann die saubere Spüle mit Pflanzenfett einreiben. Aber das ist, glaube ich, klar.
Und dann habe ich mich nochmal ans Wohnzimmer gemacht. Der Kleine hat da auf unserem Pflanzentisch sich angewöhnt zu malen. Und das ist ja eh ein Tisch, den wir über kurz oder lang irgendwann aussortieren wollen. Deswegen finde ich es jetzt auch nicht so schlimm, wenn er da über das Blatt Papier malt. Ich versuche ihm natürlich trotzdem beizubringen, dass er auf dem Papier bleiben muss. Aber es ist okay, wenn er rüber malt. Aber ich habe auch herausgefunden, dass diese Stifte wunderbar mit einem Schmutzradierer weggehen. Er ist da auch mal auf der Couch gelandet. Das habe ich dann da auch weggemacht. Und an dieser Stelle ist das Video leider schon wieder vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du dem Video einen Daumen nach oben gibst, wenn du meinen Kanal abonnierst und wenn du einen wunderschönen Mittwochabend hast. Bis Sonntag. Mach's gut. Tschüss.